Hallo zusammen, heute zeige ich euch vier einfache Rezepte aus dem Ofen, alle in diesem Video, alle nacheinander. Das heißt, ich packe euch unten mal in die Timestamps die einzelnen Gerichte, dann könnt ihr auch ein bisschen vorspulen, wenn euch eins mehr interessiert als das andere. Ansonsten viel Spaß dabei. Als allererstes schälen wir hier die Süßkartoffel mal und da mache ich das immer so. Man sieht, wenn man hier ein bisschen tiefer schält, wird die Farbe nochmal anders. Also all dieses Hellere, das schneide ich alles weg, bis ich zu dieser klassischen Süßkartoffelfarbe komme. Da muss man manchmal zweimal rüber gehen, aber dann läuft das. Jetzt schneiden wir die Dinger in Spalten, das heißt, als erstes halbieren wir die mal und dann gucken wir, halbieren wir die nochmal. Ich würde sagen, die sind immer noch ein bisschen dick, das heißt, wir halbieren die einfach nochmal. Und jetzt haben die diese Größe und ich glaube, ich finde die eigentlich perfekt für so eine Süßkartoffel-Parmesan-Spalten. Als nächstes brauchen wir hier mal so eine Auflaufform und da kommt geschmolzene Butter rein. Schwenkern wir das hier einmal ein bisschen durch, sodass auch der gesamte Boden bedeckt ist. Da reiben wir jetzt erstmal hier Parmesan auf den Boden, sodass das erstmal schön bedeckt ist. Dann nehmen wir hier unsere einzelnen Süßkartoffelstifte und Dann nehmen wir hier unsere Süßkartoffelstifte und geben die einfach hier oben drauf, ordnen die jetzt hier erstmal drin ein. Dann kommt jetzt noch etwas extra Parmesan oben rüber. Damit das Ganze noch ein bisschen Geschmackstiefe bekommt, haben wir noch ein bisschen Rosmarin. Der kommt mit in den Ofen und gibt so ein bisschen Aroma ab an die Kartoffeln. Das ist immer sehr geil in der Kombi. Und jetzt ab in den Ofen. In der Zwischenzeit nutzen wir schon mal die Gelegenheit und machen unsere Hot Honey Mayo. Das heißt Mayonnaise, quasi ein bisschen scharf und mit Honig. Da kann man verschiedene Sachen machen. Zum einen kann man das hier so Chiliflocken einsetzen. Die gibt es eigentlich überall zu kaufen. Die sind mittelscharf, nicht zu scharf, aber einfach mal rantasten. Wer von euch vielleicht mal ein Chili-Öl-Video gesehen hat, der kann davon auch noch ein bisschen was reinmachen. Das ist natürlich nochmal so eine extra Geschmackskomponente, ein paar mehr Gewürze noch. Ich finde das ganz geil. Da mache ich mal die Kombi. Muss man aber nicht. Das schmeckt auch definitiv ohne, denn jetzt kommt noch Honig dazu. So, wird das eine richtig geile Kombi. Und jetzt vermischen wir das einfach mal. Sehr gefährliche Mischung hier. Suchtpotenzial, sage ich dazu. Und das wird dann unser Dip zu den Süßkartoffeln mit Parmesankruste. Ich glaube, das ist sehr geil. Wir machen hier einen kleinen Probiertest. Das ist nämlich immer wichtig. Scharf ist da. Wird vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Öl reinmachen. Aber da kann man sich dann einfach rantasten. Jeder, wie er möchte. Kann man sehr gut dosieren, auch mit den Chiliflocken. Genau so vielleicht. Haben wir nochmal eine zweite Durchmischung. Darum geht es auch ein bisschen beim Kochen. Nicht immer nur 100% das machen, was im Rezept steht, sondern einfach zwischendrin immer mal wieder probieren und sagen, ach na komm, ein bisschen mehr Honig, ein bisschen mehr Mayo, ist mir zu dünn, ist mir zu dick. Darum geht's, Leute. Ups. Telefon. Und so sieht das Ganze dann aus, wenn es hier ein bisschen durchgemischt ist. Ziemlich geil. Ich sage euch, das passt perfekt zu den Süßkartoffeln. Probiert es auf jeden Fall mal aus in der Kombi. Und so können die guten Dinger dann nach dem Backen aussehen. Das Ganze ist jetzt noch ziemlich heiß. Deswegen lassen wir das jetzt noch ein paar Minuten auskühlen, damit sich die Kruste bilden kann und auch noch ein bisschen fester wird. Also einfach nochmal so 4-5 Minuten stehen lassen und dann ist es bereit zum Essen. Und so können die dann hier fertig aussehen. Schön außen eine kleine Parmesankruste, innen genau perfekt weich. So soll das sein. Für dieses Gericht brauchen wir nämlich dann das marinierte Fleisch. Wir haben Paprika, Kartoffeln, ein paar rote Zwiebeln. Dazu haben wir noch etwas Knoblauch. Wir brauchen etwas Sahne. Dann noch Schmand und ein paar TK-Kräuter kommen auch noch dazu. Zum Glück ist dieses Gericht auch denkbar einfach gemacht. Wir brauchen ein Backblech mit Backpapier. Da packen wir jetzt allererstes mal die halbierten Kartoffeln drauf. Das sind diese kleinen Frühkartoffeln mit der Paprika in Streifen und den roten Zwiebeln. Dazu kommt etwas Olivenöl und dann brauchen wir noch Salz und Pfeffer. Den ganzen Haufen mischen wir jetzt schon einmal ordentlich mit zwei Löffeln durch, sodass ich das Öl überall verteilen kann. Jetzt hätten wir fast noch den Knoblauch vergessen, der kommt natürlich auch noch mit drauf und wird einmal untergehoben. Jetzt ist die meiste Arbeit schon getan. Wir packen das marinierte Hähnchen-Gyrosfleisch einfach oben drauf und vermischen das einfach nochmal mit dem restlichen Gemüse, welches bereits auf dem Blech ist. Was jetzt noch zu tun bleibt, ist das Ganze ein bisschen auf dem Blech zu verteilen, sodass das nicht so viel übereinander liegt und alles ein bisschen individuell geröstet werden kann im Ofen jetzt. Während das im Ofen ist, kümmern wir uns jetzt schon mal um die restlichen Zutaten. Das heißt, wir geben hier mal unseren Schmand in eine Schüssel rein. Dazu kommt die Sahne, die wir jetzt einfach mit dazu gießen. Und die Kräuter, die sind einfach gefroren, die kann man so damit dazugeben. Die kommen im Ofen und tauen da eh auf. Ein bisschen Salz und Pfeffer brauchen wir natürlich auch noch. Und dann wird das Ganze richtig gut durchgemischt.
Sobald die erste Backzeit abgelaufen ist, holt ihr das Blech wieder aus dem Ofen und jetzt kommt die Creme, die wir gerade angemixt haben, einfach oben drüber und wird richtig gut verteilt. Erneut alles auf dem Blech gut durchmischen, sodass sich die Creme gerade mit der Sahne richtig gut verteilen kann und überall ein bisschen was bedeckt ist. Genau, das kommt nämlich dann wieder in den Ofen und wenn das beim zweiten Mal rauskommt, werdet ihr gleich sehen, hat sich das nochmal deutlich verändert und ich würde sagen, deutlich verbessert. So sieht das Ganze dann nämlich aus. Alles ist schön gegart, das Hähnchenfleisch ist ein bisschen angeröstet an den Spitzen und wenn man das jetzt nochmal durchrührt, dann wird quasi die Cremigkeit aus diesem Schmand-Sahne-Mischung, die wir da angerührt haben, nochmal richtig sich mit dem Rest vermischen und ich sage euch, absolutes Highlight, eins meiner meist nachgekochten Gerichte. Viel Spaß beim Ausprobieren. Als erstes fangen wir natürlich mit dem Hähnchenfleisch an. Das schneiden wir erstmal ein bisschen in kleinere Stücke. Das heißt, wir können hier so ein Stückchen haben, die können wir dann später auf den Spieß stecken und deswegen müssen die gar nicht kleiner. Die kommen jetzt hier schon mal in die Schale rein und dann schneiden wir nochmal den Rest der Stücke. Man kann dabei einfach gucken, wie das Stückchen gerade aussieht. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier haben, das ist schon so ein schöner Streifen, aber das ist relativ dick. Das heißt, wir legen den einfach hin und schneiden den einfach horizontal einmal durch, sodass quasi die Form bestehen bleibt, aber zwei Scheiben entstehen. So, dann haben wir jetzt hier unser ganzes Fleisch schon mal vorbereitet. Das heißt, wir machen jetzt die Gewürzmischung. Da kann man natürlich eine fertige kaufen. Ich mache die aber ganz gern selber. Das ist auch gar nicht schwer gemacht und ich zeige euch doch mal, wie ich jetzt so meine Gyros-Gewürzmischung mache. Das heißt, als erstes brauchen wir ein bisschen Oregano. Paprika edelsüß, Kreuzkümmel, Zwiebel, Chiliflocken, Salz, eine Prise Zimt. Das Ganze vermischen wir jetzt schon mal hier, dass ich das alles ein bisschen kombinieren kann. Zum Hähnchenfleisch geben wir jetzt erstmal ein bisschen griechischen Joghurt als Marinadenbasis, sage ich mal. Dazu kommt etwas Olivenöl, ungefähr 2 Esslöffel. Frischer Zitronensaft darf natürlich auch nicht fehlen. Und eine gute Portion frisch gepresster Knoblauch. Da kommt natürlich jetzt unsere gesamte Gewürzmischung mit rein. Und dann rühren wir das mal kräftig durch und gucken mal, wie sich das hier entwickelt. Erstmal einmal ein bisschen durchmischen. Das Ganze ist jetzt soweit fertig vorbereitet. Das kann man jetzt entweder nochmal 1-2 Stunden ziehen lassen oder man stellt das nochmal über Nacht in den Kühlschrank. Je länger man es durchziehen lässt, desto geschmacksvoller wird das Ganze, desto mehr Geschmack kann einfach ins Fleisch reingehen. Ich werde das jetzt abdecken und erstmal für 2 Stunden in den Kühlschrank stellen. So, unseren Spieß machen wir heute im Ofen. Das heißt, wir brauchen eine Basis und dann nehmen wir einfach so eine Gemüsezwiebel. Die kann man hier einfach mal halbieren und dann hat man hier vielleicht nochmal den hier ein bisschen ab. Den nehmen wir erstmal zur Seite und dann haben wir eine Basis, wo wir mal, ich nehme mal 2 Holzstäbchen, damit das ein bisschen stabiler vielleicht ist insgesamt. So, das wird quasi jetzt unser Grillspieß, der auch mit in den Ofen kann. Und diesen wiederum packen wir in eine feuerfeste Form. Ich nehme jetzt einfach mal eine Pfanne, wo das Fett auch noch ein bisschen runtertropfen kann. Dann können wir das während des Backens nochmal oben aufgeben. Genau. Kann man aber auch nur in Auflaufform machen oder irgendwas, was mit in den Ofen kann. Dann haben wir hier unser mariniertes Fleisch, was jetzt richtig schön durchgezogen hat. Und das können wir jetzt hier einfach raufstecken und hier ein bisschen ringsum verteilen. Ab und zu mal ein bisschen runterdrücken, sodass sich die einzelnen Schichten hier ein bisschen verbinden können. Und dann geht das weiter. So, ich würde sagen, wir haben jetzt genug, um 2 Stück zu machen. Das heißt, wir nehmen jetzt auch nochmal die andere Seite. So, das heißt, wir machen jetzt hier mal den zweiten Spieß. Da fangen wir auch wieder an. 2 Stäbe, dass das ein bisschen besser hält. Und dann ringsherum das Fleisch platzieren. So, jetzt wo wir die Dinge hier aufgestapelt haben, packen wir zum Abschluss nochmal jeweils eine Scheibe Zitrone oben drauf. Und dann kommt das bei 200 Grad Heißluft erstmal ein Stündchen in den Ofen. Als allererstes packen wir mal unsere Brotscheiben hier auf das Blech. Das ist nämlich die Basis von unserem Sandwich. Das sind einmal 4 Stück. Im nächsten Schritt geben wir dann als erstes die erste Lage Käse. Das heißt, einmal direkt hier eine Scheibe pro Scheibe. Dann kommt auf jedes Toast hier 2 Scheiben von diesem Schinkenbraten. Da kann man natürlich nehmen, was man möchte. Ich finde jetzt ganz geil mit so einer Kruste, einem Krustenbraten. Und da kommt dann auch jeweils nochmal eine Scheibe Käse oben drauf. So, damit da auch ein richtiges Sandwich draus wird, kommt da natürlich auch noch ein oberes Brot drauf. Das ist jetzt soweit schon mal fertig und dann geht es weiter mit Schritt 2. Das heißt, wir vermischen jetzt erstmal 2 Eier in einer Schüssel mit etwas Milch. Dazu kommt etwas Salz und natürlich auch Pfeffer. Das wird mit der Gabel jetzt verquirlt, bis da so eine richtig schön einheitliche Flüssigkeit entstanden ist. Jetzt nehmen wir uns hier jeweils ein Sandwich und geben das hier in diese Eier-Milch-Mischung, lassen das kurz darin baden, einmal wenden und dann geht das wieder zurück auf das Blech. Kurz ein bisschen abtropfen lassen und zurück.
Und das machen wir jetzt mit allen Sandwiches. Eintauchen, tunken, wenden, nochmal tunken und aufs Blatt wenden. Und aufs Blech wenden, meine ich. So, wenn man noch ein bisschen was von der Flüssigkeit über hat, dann kann man hier auf jedes Brot nochmal so einen Löffel verstreichen. Dann kann es da noch ein bisschen einziehen. Das ist eigentlich nie verkehrt. Zu guter Letzt packen wir überall noch ein bisschen Käse oben drauf. Der überbackt dann nochmal jetzt gleich im Ofen. Den habe ich jetzt schon mal ein bisschen vorgeheizt. 200 Grad Ober-Unterhitze und ich schätze mal so 15 bis maximal 20 Minuten. Dann sind die hier richtig geil. Aua. So, wenn überall ein bisschen Käse drauf ist, kann man das ein bisschen verteilen. Und dann geht's ab in den Ofen.